Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist mal als eine Art Videoantwort an Reini gedacht. Reini hat das Messer vorgestellt. Schaut euch gerne das Video an, ich verlinke es hier. Das solltet ihr euch vorher anschauen. Und gefragt, ob es 42A-konform ist. Leider ist dieses Messer nicht 42A-konform, denn in Deutschland haben wir spezielle Regeln dafür. Ich werde euch die Regeln nochmal einblenden hierfür. Jedenfalls fehlt hier vorne der Gurtschneider an diesem Messer. Mit Gurtschneider wäre das Messer meiner Meinung nach 42A-konform. Ist natürlich ein sehr schönes Messer. Auch cool mit dieser Funktion, mit dem Glasbrecher, der hinten rauskommt. Sieht man natürlich auf schwarzem Grund nicht so genau. Wenn man hier die Klinge eindrückt, kommt der Glasbrecher raus. Schöner Clip hier. Ich hätte mir den nicht Deep Carry gewünscht dieses Mal, weil ein Rettungsmesser muss das Messer auch schön rausgucken und leicht zu ziehen sein. Und das ist so leichter der Fall. Die Fingergrooves passen mir auch sehr gut. Ja, Reini hat es schon vorgestellt. Langer Wellenschliff. Spider-Co-Welle ist sehr schneidfreudig. Sehr schön. Hier werden die großen Wellen mit kleinen Wellen verbunden. Und durch. So schnell kann man mit dem Spider-Co Seile durchschneiden. Sehr geil. Und hier sieht man auch wieder, die Spider-Co-Wellenschliff kann einiges. Vorne nochmal der Part, mit dem man auch schlitzen kann. Ja, H2-Stahl, das heißt auch absolut rostresistent. Das heißt, das Messer fängt nicht an zu rosten, auch nicht in Salzwasser. Hinten die Signalpfeife. Hat Reini auch vorgestellt, kann ich jetzt schlecht machen hier auf der IWA. Schönes Messer, hier vorne nochmal extra dieser kleine Hook, damit man auch, wenn man Klamotten aufschneidet, gar nicht an den Körper rankommt. Ein schönes Konzept, ein echt gut ausgedachtes, gut konzipiertes Konzept. Gefällt mir sehr gut, ist ein schönes Messer. Schaut euch mal das Review von Reini an und damit ist es geproved. Nein, dieses Messer ist nicht 42A-konform. Passt auf, wenn ihr dieses Messer tragt, seid euch darüber bewusst, dass es nicht legal ist, es ohne Grund in der Öffentlichkeit zu führen, außerhalb von Privatgelände. Aber sobald ihr einen Grund habt, könnt ihr es führen. Also besorgt euch einen Grund. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit tschüss.